Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt Fragen, die mir immer wieder gestellt werden und ich habe mir vorgenommen, die jetzt nach und nach alle zu beantworten. Eine dieser Fragen ist, was für eine Kamera ich habe und was für Zeug ich alles mitnehme, um meine Videos zu drehen und meine Fotos zu machen, wenn ich unterwegs bin. Ich kann schon mal sagen, ich habe nicht nur eine Kamera, ich habe viele Kameras. Und wenn ich unterwegs bin, dann wiegt mein ganzes Zeug meistens so 10 bis 12 Kilo. Also fangen wir mal mit meinem Baby an. Ich habe die Sony Alpha 7R, die habe ich seit einem Jahr ungefähr und ich liebe sie. Ich würde sagen, sie ist schon eher eine Profikamera und ich kann sie meistens leider schlecht weiterempfehlen, weil sie eigentlich schon wirklich sehr, sehr, sehr teuer ist. Es ist für mich die beste Kamera der Welt. Ich liebe die Qualität von den Bildern, ich liebe die Qualität vom Filmen, ich liebe, liebe, liebe diese Kamera. Doch, ja, wie gesagt, für normale Urlauber ist sie einfach zu teuer. Und das ist schon was für Leute, die wirklich tiefer in die Materie des Filmens einsteigen wollen und auch des Fotografierens und es eigentlich auch irgendwie beruflich machen. Und was ich eigentlich auch immer dabei habe, ist mein Stativ. Das seht ihr hier. Was mir da besonders wichtig ist, dass man es halt irgendwie ausfahren kann und ziemlich groß machen kann. Und dass man so verschiedene Winkel einstellen kann. Oben habe ich zum Beispiel so einen Dreh- und Schwenkknopf. Und ich kann es theoretisch auch richtig senkrecht runterklappen. Nur das Blöde ist, dass man dann leider meistens die Füße vom Stativ seht. Also falls ihr dafür mal eine Lösung habt, könnt ihr mir das auch echt gerne schreiben. Wäre ich euch sehr dankbar. Ich habe aber noch eine Kamera, die ich euch empfehlen kann. Ich habe mal für eine Kooperation die Canon bekommen. Das ist die EOS. Ich verwechsel die immer. Was ist das für eine EOS? M3. Die EOS M3, die kann ich euch wirklich empfehlen, wenn man schon ein bisschen Profi ist, wenn man Bock hat, auch mal ISO-Werte und Blende einzustellen und wenn man ganz leicht verreisen möchte. Und dazu habe ich ein Allrounder-Objektiv. Das geht von 18 bis 55 mm. Damit kann man eigentlich fast alles abdecken. Die nehme ich eigentlich immer mit, wenn ich weiß, dass ich unterwegs Tiere treffen werde, die weit entfernt sind, weil für diese Kamera habe ich ein ganz cooles Telezoom-Objektiv. Das geht von 55 bis 200 mm und damit habe ich zum Beispiel fast alle meine Pinguine auf meiner Antarktis-Reise fotografiert und gefilmt. Dann nochmal kurz zu der anderen. Habe ich ja gesagt, ich habe zwei davon. Das ist die EOS M10. Das ist ein wirkliches totales Einsteigermodell, die ist super easy, macht eigentlich fast alles automatisch und die nehme ich eigentlich immer, wenn ich meine Follow Me Around Videos drehe, weil sie halt einen super schwenkbaren Display hat und sie wirklich sehr handlich ist und sehr klein und nicht so viel kostet wie die EOS M3, weil so eine Vlogging-Kamera, die packt man halt doch mal irgendwie in jede Tasche rein und die sollte vielleicht nicht so teuer sein und ein bisschen robust und die ist auch echt super leicht, super cool und ich mag das total und ich finde, die macht auch wirklich schöne Bilder. Also ich bin sehr zufrieden mit der als Vlogging-Kamera. Wer wirklich, wirklich, wirklich leicht verreisen will, der möchte ja meistens keine Kamera mitnehmen und da werde ich auch oft gefragt, was ich denn davon halte, mit dem Handy Videos und Fotos zu machen. Und eigentlich, ich gebe zu, ich war immer voll der Gegner, doch dann habe ich einmal bei einem Paul Ripke Workshop die Huawei-Kamera ausprobiert, das ist die P9 und ich muss sagen, ich war wirklich total begeistert, weil die hat ein Dualobjektiv von Leica und das ist halt eine Kamera, da kann man die Funktion große Blende einstellen und dann kann man richtig coole Fotos machen mit richtig cooler Tiefenunschärfe. Das fand ich mega und es ist halt wirklich ein Handy, wo man auch mal sowas eingeben kann wie ein ISO-Wert und eine Belichtung und ich bin echt hin und weg. Also das ist eine der einzigen oder wenigen Smartphones, wo ich wirklich sage, könnt ihr auch auf eine Kamera verzichten. Man sieht mich auch ab und zu mit diesem Gerät rumrennen. Das ist eine Osmo Mobile. Viele kennen das vielleicht. Die gab es am Anfang mit einer Kamera integriert, also so ein Hebel mit einer Kamera. Und seit, ich glaube, ein paar Monaten, ja, ist schon fast über ein halbes Jahr, gibt es auch für ein Smartphone. Also könnte ich hier jetzt zum Beispiel mein Huawei P9 nehmen, also das mache ich auch, und stecke das hier rein, mache das an und kann theoretisch auch so meine Follow Me Around Videos drehen. Und das Geile ist, man kann einerseits mit der Osmo auf dem Display
etwas fixieren, wie zum Beispiel jetzt da mein Gesicht, und dann folgt die Kamera immer meinem Gesicht. Und das Coole ist, ihr seht es ja, die hat so einen Vorführeffekt, so einen Stabilisator auch. Also wenn man wackelt, dann bleibt es richtig gerade. Und dann sieht es so ein bisschen aus, als würde man schweben. Ich zeige euch einfach mal so ein paar Aufnahmen, die ich schon mit ihr gemacht habe, die halt richtig cool sind. Hier seht ihr mein neues Baby, meine Drohne. Ich habe so lange auf sie gewartet. Das ist die Mavic Pro von DJI und diese Osmo ist auch von DJI. Deswegen war es für mich relativ einfach, mich auch an die Drohne zu gewöhnen. Ich bin sie gestern zum ersten Mal geflogen. Ich kann euch also schon ein paar Aufnahmen zeigen und ich bin so begeistert. Ich träume schon seit Jahren von einer Drohne, aber ich wusste, ich kann einfach keinen Koffer mitschleppen. Ich habe schon so viel Zeug, wie ihr seht, und dann noch einen Koffer für die Drohne. Aber die ist jetzt so handlich und klein. Alles passt in diese Tasche, die ich einfach mitbestellt habe. Und es ist einfach grandios. Ja, das war mein kleines. Ich packe meinen Koffer, nehme mein ganzes Foto-Equipment mit. Ihr seht, es ist einiges. Ich bin immer auf alles gut vorbereitet. Ich habe euch jetzt auch nochmal in der Infobox alle Sachen verlinkt. Dann könnt ihr euch nochmal genauer anschauen, denn ich bin technisch auch nicht so bewandert. Ich bekomme immer Geräte und versuche das alles bei Try and Error mir irgendwie selber beizubringen. Meistens funktioniert. Bei der Drohne habe ich mich immer ein bisschen mehr eingelesen. Und ansonsten, ja, wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, stellt sie mir einfach in den Kommentaren. Wenn euch das interessiert hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mich abonniert. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.